Ob aus Bundes-, Landes- oder Kommunalpolitik, aus Wissenschaft und Forschung oder aus der regionalen Wirtschaft. Zum Sommerempfang der IHK-Gremien Reutlingen und Tübingen hier an der Hochschule für Forstwirtschaft in Rottenburg haben sich alle zusammengefunden. Nach 2,5 Jahren Corona-bedingtem Abstand halten, schien es eine Wohltat zu sein, sich wieder von Angesicht zu Angesicht austauschen zu können. Und doch schwebt über dem illustren IHK-Empfang eine dunkle Wolke. Der Krieg in der Ukraine mit all seinen Folgen und Auswirkungen. Wir haben einmal die Flüchtlinge, die da sind. Da sieht man Menschen, die einfach entwurzelt sind, Frauen, Kinder. Das lässt einen nicht kalt, das nimmt einen mit. Und die wollen betreut werden, die brauchen Hilfe, die brauchen Unterstützung, die möchten auch arbeiten. Das heißt, auf die IHK kommen Themen zu wie Integration, wie Sprache, wie Schule, wie Ausbildung von jungen Menschen. Die ganzen Familien sind ja hier und brauchen Hilfe und Rat. Das hat mit Unternehmertum sehr viel zu tun. Und auf der anderen Seite tobt der Wirtschaftskrieg, der auch die regionale Wirtschaft hart trifft. Wenn das Gas zur Mangelware wird, stehen selbst gut aufgestellte Unternehmer wie Johannes Schwörer vor großen Herausforderungen. Ja, also für unseren Standort sind wir zum Glück nicht sehr betroffen, weil wir ein eigenes Biomassekraftwerk haben. Aber viele unserer Lieferanten, wenn da die Gasversorgung jetzt ein Problem wäre, würden natürlich die Lieferanten irgendwann mal nicht mehr liefern können. Und dann wäre schon ein Problem, weil man natürlich ein Haus nicht ohne Dachziegel oder ohne Badewanne oder ohne Fensterscheiben ausliefern kann. Um sich dem Krieg in der Ukraine und auch den damit verbundenen Auswirkungen intensiver zu widmen, hatte die IHK den Direktor des Instituts für osteuropäische Geschichte und Landeskunde der Eberhard-Karls-Universität Tübingen, Professor Dr. Klaus Gestwar, zum Gespräch eingeladen. Der Experte betonte unter anderem, dass selbst wenn Putin neben militärischen Waffen auch die Energielieferungen und sogar den zwangsläufig auftretenden Hunger in Afrika als Waffe benutze, Europa sich nicht erpressen lassen dürfe. Wir werden in den nächsten 2-3 Jahren sicherlich einige ökonomisch und auch politisch sehr holprige und sehr schwierige Jahre vor uns haben. Aber man muss klare Kante zeigen, man muss den russischen Erpressungsversuchen nicht nachgeben, sondern man muss geschlossen auftreten und eben auch solidarisch gegenüber anderen Staaten sein, die von diesem Wirtschaftskrieg noch massiver betroffen sind, als es Deutschland und Europa der Fall ist. Dass die Ukraine jetzt den Status als EU-Beitrittskandidat habe, sei ein gutes Zeichen, so Gestwar. Auch das Potenzial der Ukraine als Wirtschaftsstandort müsse künftig mehr erkannt werden. Da, glaube ich, ergeben sich Win-Win-Situationen eben für die Ukraine selber, um die Volkswirtschaft dort auf Vordermann zu bringen, aber auch Gewinnchancen für die deutsche und für die europäische Wirtschaft als Ganzes. Und das wäre sehr wünschenswert, dass dieser politische und auch ökonomische Annäherungsprozess, der mit dem Status des EU-Beitrittskandidaten begonnen hat, in den nächsten Jahren doch erheblich an Dynamik und auch an Tiefe gewinnen würde. Der stellvertretende IHK-Geschäftsführer Christoph Heise nutzte in seiner Funktion als Moderator die Vielfalt der Gäste im Publikum und ließ auch diese während des Vortrags immer wieder zu Wort kommen. Ein allgemeiner Tenor machte sich dabei breit: die Abschaffung von Abhängigkeiten sowie der Fokus auf mehr Regionalität. Ich bin der Überzeugung, wir haben jetzt in Europa ein demokratisches System, wo wir alle auch stolz drauf sind und wo wir gern drin leben. Und deswegen müssten wir eher versuchen, unsere Flächen zu nutzen, anstatt immer wieder mit Ländern in Kontakt zu treten, die eher diktatorische Systeme haben. Und heute ist es der eine, der spinnt, und der nächste, am Morgen ist es jemand anderes, der uns Sorgen bereitet. Und deswegen lieber mal hier überlegen. Beim anschließenden Get-Together hatten die Beteiligten dann noch viel Zeit, um sich über das Gehörte, aber auch über die eigene Situation auszutauschen. Für mich persönlich ist Vernetzung Teil eines Lösungsansatzes, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass Innovation, dass neue Ideen daraus kommen, wenn Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen miteinander sprechen und lösungswillig sind. Und so generiert man Ideen, und ich glaube, dass jeder, der heute hier war, einen guten Gedanken mit heimnimmt. Einen guten Gedanken, der vielleicht schon bald in die Tat umgesetzt werden kann. Und das am besten ganz nah in der Region.